Herzlich willkommen auf meinem Kanal Farbenfroh 60 Plus. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, ihr seht mich zum Teil schon fertig geschminkt, fertig angezogen. Ihr seht, dass ich nicht an meinem Arbeitsplatz bin. Nö, ich sitze im Wohnmobil. Und da man im Urlaub einfach mehr Zeit hat, mal im YouTube ein bisschen rumzufuscheln, ist mir da letztens doch tatsächlich ein YouTube-Video, ein toller Kanal entgegengeflogen. Eine ganz tolle Make-up-Artist, die vor einem Spiegel gesessen hat und mich total fasziniert hat. Sie hat nämlich tatsächlich das Auge größer geschminkt. Und ja, ich habe dann meine Community gefragt und habe gesagt, wollt ihr das gerne mal sehen? Weil ich muss das selber ausprobieren. Ich bin gestern erst mal losgezogen und habe mir das nötige Equipment geholt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt alles soweit fertig gemacht, aber die Augen nicht geschminkt. Ich nehme extra dieses Auge, weil das ist eh schon größer. Das seht ihr ja. Da habe ich ja nicht so ein Schlupflied wie hier. Und ich werde es euch in kleinen Schritten zeigen. Aber erst einmal schwuppen wir mal rüber. Und ihr könnt erst mal vor schauen, wie es aussieht, dass das Auge größer ist. Und dann würde ich es am anderen Auge dann noch mal ganz in Ruhe mit euch durchgehen und euch das dann noch mal erklären, wie einfach das ist. Ich musste da gestern erst mal einkaufen gehen. Und ja, ich habe es auch nicht vorweg probiert. Ich probiere es jetzt gleich. Aber erstmal seht ihr gleich erstmal, wie es aussieht, wenn ein Auge größer aussieht. Na, ihr Lieben. Sieht ein bisschen aus wie der einarmige oder einäugige Bandit. Aber wer jetzt nicht sieht, dass dieses Auge erheblich größer wirkt als dieses, der sollte mal zu Fielmann gehen, oder? Also mich hat das sehr, sehr fasziniert, was ich da gesehen habe. Und ich habe mir dafür auch alles besorgt. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert, obwohl ich hier ein riesiges Schlupflied habe, wirkt dieses Auge doppelt so groß, wunderschön geschminkt, finde ich. Und jetzt verrate ich euch natürlich diese Tipps und natürlich zum Nachmachen geeignet. Und ich finde es richtig gut. Es ist ja wirklich extrem, ne? Extrem groß das Auge, extrem kleines Auge, obwohl dieses Auge eigentlich größer ist als das durch das extreme Schlupflied. Sind mit ein paar Tricks verbunden. Und das habe ich mir nicht einstudiert. Ich habe mir das 100-mal angeguckt, damit ich das einigermaßen in meiner Sprache wiedergeben kann. Und zwar, ich habe auch immer den Fehler gemacht. Es geht A1 erstmal um diesen Stift hier. Der ist für die untere Wasserlinie gedacht. Ich habe früher immer weiß genommen. Und das ist der größte Fehler, den wir machen, einen weißen Kajal zu nehmen. Champagnerfarben oder beige. Ich habe mir den gestern besorgt von Catrice und das ist die Farbe 100 Light Up. Fand ich am champagnerfarbensten, also beige. Und damit die innere Wasserlinie, damit das Auge erstmal optisch größer wird. Also niemals mehr einen weißen nehmen. Ich schmeiß meine weißen weg. Weil ich habe tatsächlich, ich habe zwar auch selber schon einen Beige zu Hause, ich weiß gar nicht von wo. Ich habe den gestern hier wirklich mit dem Rumpfummeln und gucken und machen. Ich dachte schon, ich kriege ihn nicht. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Damit fangen wir auch erst einmal an. Und zwar als allererstes, weil ich habe auch gelernt, dass man die Wasserlinie ganz zum Schluss mit Kohlkajal, Schwarz, Braun, Blau macht. Nein, man sollte sie als allererstes machen. Und zwar, weil man oftmals ein bisschen in die untere Wimpernpartie mitkommt oder es unten ein bisschen verschmiert. Und das wollen wir ja nachher anders haben. Und aus diesem Grunde fangen wir mit diesem Hellen an.
Das finde ich auch ganz gut. Ich muss jetzt hier an der Seite in den Spiegel schauen. Damit ist schon mal gegeben, dass mir das Auge öffnet. Und selbst wenn jetzt hier was verschmiert, das ist gar kein Problem. Das geht dann später auch dann weg. Das fand ich schon erstmal einen der besten Tipps, die ich bekommen habe. Und die gebe ich natürlich an euch weiter. Jo, dann haben wir jetzt einen entweder angeschrägten oder ich habe da noch einen Pinsel. Einen ganz festgebundenen Pinsel, der schön zart ist. Und jetzt machen wir uns den unteren Lidrand, den wollen wir ja ein bisschen betonen. Ein bisschen betonen kann man ihn natürlich mit dem Stift, gibt aber meistens so eine Linie. Und danach kann man ihn mit dem Pinsel behandeln. Wenn man aber nicht ganz so ruhig mit dem Pinsel arbeitet, dann wird das meist leicht zu dick. Da habe ich jetzt den Tipp. Egal, was ihr nehmt, ob blau, grün, rot, ich nehme jetzt in diesem Fall schwarzen Kajal, diesen gebundenen Pinsel und den streife ich hier ganz dezent ab. Und jetzt komme ich mal so nah, wie es geht und gehe nur am unteren Wimpernkranz lang. Fand ich viel, viel besser. Und ich habe jetzt zwar Schwierigkeiten, weil das kein Spiegel ist hier, aber da ich gehört habe, bitte dichter an die Kamera, das lässt sich viel zarter auftragen. Bitte nie bis ganz nach vorne gehen, sondern nur da. Es ist viel einfacher, als die Linie zu ziehen und dann mit dem Pinsel zu arbeiten. Ich fand das fantastisch. Ich war total begeistert. Auch von dieser Ausstrahlung und diesen Kleinigkeiten etwas zu verbessern. So, und jetzt ist ja auch der Übergang nicht so extrem, als wenn ich das Weiß innen drin mache. Also ich habe das Auge schon optisch ein bisschen geöffnet und kann das hier so richtig schön zart auftragen. Dann hat sie den Tipp gegeben, das Gleiche am oberen Wimpernkranz zu machen. Ihr könnt das auch mit den Glimmersticks von Avon machen. Also wie gesagt, aber genau das ist das Beste. Nicht erst das machen, weil das viel einfacher ist. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich ziehe das so ein bisschen und gehe nur an den Wimpernkranz oben. Muss man vielleicht ein, zweimal öfter machen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, weil jetzt muss ich wirklich in den Spiegel gucken. Um das zu intensivieren, mehr wollen wir ja gar nicht erreichen. Und das ist praktisch der nächste Punkt. Ganz am Wimpernkranz, das ist doch völlig egal, wie, werden wir machen ja noch Lidschatten rüber. Naja, den habe ich ja auch rüber gemacht. So, also im Grunde genommen, nur um das, viele haben ja Probleme, diese innere, obere Wasserlinie dunkel zu machen. Das drückt auch gleich wieder oder auch hell zu machen, läuft jetzt aber. Wenn man sich so konzentriert und quatscht. So. Das ist ein so tolles Prinzip, gerade auch für uns, so unterschiedlich die Augen sind. Das finde ich bombastisch. Das werde ich jetzt nur so machen. So, dann hat sie gesprochen davon. Jetzt wollen wir ja noch Lidschatten aufgeben. Auch bitte hier oben nicht bis nach vorne ran machen, sondern immer den Blick offen lassen, ne? So, dann hat sie ganz viel erzählt, dass man nicht nur, ich habe das ja schon mal gesagt, ich streiche mir die Leinwand unten hell und mache dann darauf die Farbe. Und sie hat jetzt gesagt, man muss immer eine Komplementärfarbe auftragen. Wenn man grüne Augen hat, wäre das Orange. Ich habe kein Orange da. Wenn man blaue Augen hat, wäre das Lila erst. Egal, was man dann drüber gibt, um die Augen
strahlender hervorzubringen. Ganz einfach, der letzte Tipp, den sie gemacht hat, ein Move-farbenes Lidschatten. Und darüber gebe ich dann so einen Braunton, um das mehr zu haben. Und dieses Move kann man bei jeder Augenfarbe unten drunter geben und egal, was ihr dann drauf gebt, das verschwindet dabei wieder. Das gebe ich jetzt erstmal und sie sagt, unkontrolliert einfach aufs bewegliche Lid geben. Dieses Move finde ich am allerbesten. Move Farben. Hat fast jeder in irgendeiner Lidschattenpalette. Und dann nehme ich auch gleich den Verblendepinsel und gehe in das Braun, was so ein bisschen glitzert, und arbeite das oben drüber. Das öffnet das Auge mehr, das strahlt mehr. Da braucht man gar nicht viel anderes zu machen. Da ich jetzt auch nicht so viel mache, gehe ich auch gar nicht so hoch, aber ordentlich verblenden. Ne? Da muss ich auch noch so ein bisschen hier machen. So. Dieses Verblenden ist immer eins der wichtigsten Sachen. So, das finde ich sehr schön. Und mit dem gleichen Pinsel gehe ich jetzt hier unten nochmal lang. So ganz dezent, ne? Ganz dezent. Dann habe ich schon mal eine ganze Menge drauf. Und jetzt kommt's mit dem Wimpern. Oben haben wir ja meist alle kein Problem. Schmale Bürstchen sind immer gut. Wer jetzt unbedingt noch formen will, der macht das ganz, bevor er überhaupt Augen-Make-up auflegt. Also Wimpernzange als allererstes anwenden. Ich brauche das nicht, ich habe sehr lange Wimpern. Die formen sich mit der Mascara. Aber wer ganz zu Anfang, weil jetzt, wenn ihr es nämlich jetzt macht, wo schon Lidschatten drauf ist, wo schon Kajal dran ist, wo schon alles ist und ihr verklemmt euch, dann wischt das alles durcheinander. Also Wimpernzange immer als allererstes nutzen. So, ich habe jetzt hier die Mascara von Essence Lash Without Limits. Oben haben wir ja meistens alle kein Problem, die zu tuschen. Und für unten habe ich zwei Tricks mir abgeguckt, die ich auch total easy und total toll fand. Sehr schön. So, jetzt haben wir ja oft Frauen, die unten ganz, ganz wenig Haar haben, ne? Da war mal Haar da oder da ist nur noch ein bisschen Haar da. Man kann A1 auch so einen abgeschrägten oder schmalen Pinsel nehmen. Mit dem kann man dann an der Mascara, an dem Mascara-Bürstchen entlang gehen und kann dann mit dem Pinsel arbeiten. Lässt sich gut machen, weil da streift man nur oben drüber über die paar Härchen. Muss man auch ein paar Mal öfter machen. Wer aber sowas hat wie ich, diese, ihr kennt die, die sind eigentlich für die Zähne gedacht, diese kleinen Bürstchen, der kann das auch mit diesen Dentalbürstchen machen und nur so oben drauf. Man kann die dadurch besser definieren, sind keine Fliegenbeine. Mit diesem zarten Bürstchen kann ich mir eigentlich nicht irgendwo anditschen, sondern auch nochmal hier nachgehen. Man muss da jetzt natürlich öfter nachstreifen, aber ich finde das ganz, ganz toll. Und wie gesagt, ich finde das sogar mit dem Pinsel sehr schön. Wer jetzt nicht extra Dentalbürstchen holen will, das ausgeben will, ihr müsst halt das nur ein paar Mal öfter machen. Könnt das hier oben auch nochmal dagegen machen. So, und dann habt ihr ganz fein, ich weiß auch nicht, warum das so ist, ganz fein gearbeitet unten eure Wimpern.
Und die sieht man dann auch im Einzelnen und mit dem Pinsel kann man sogar bis hier vorne hingehen. Also ich fand diese Tipps sowas von gut, sonst hätte ich sie euch gar nicht gegeben. So, und damit habe ich recht große Augen. Jetzt sehen sie wieder gleich aus oder vielleicht nicht ganz gleich, weil ja dieses Auge etwas mehr hinkelt. So, und dann kann ich noch, haben wir alle genügend Pinsel. Ich habe jetzt keinen Concealer, aber wer sich jetzt ein bisschen verwurstelt hat, der nimmt einen Pinsel. Das ist ja für mich jetzt hier die Cushion von Yepoda in dem hellen Ton. Und der kann dann mit diesem Concealer noch so ein bisschen hier das aufarbeiten. Bitte einen ganz schmalen Pinsel nehmen und ganz zart nur auftupfen. Wer sich da wirklich ein bisschen runter vermalt hat, finde ich das schön. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert, hoffe, euch begeistert diese Tipps auch. Und ja, wer ganz gerne da mal reinschauen will, dem schreibe ich gerne, wo ich raufgegangen bin. Vielleicht findet ihr sie auch sympathisch, solange ihr bei mir bleibt und meine. Ich werde da noch öfter reinschauen und meine Tipps dann an euch weitergebe. Müsst ihr das ja auch nicht unbedingt wissen. Also es ist eine ganz, ganz neue, für mich ganz neue, aber sie ist schon lange dabei und die hat noch einen Haufen Tipps, die ich gerne an euch weitergebe. Aber natürlich, wer mich fragt, dem werde ich natürlich den Kanal sehr gerne nennen. Auch aus. Und wenn diejenige mich dann hier entabonniert, weil sie das schöner findet, da hat sie Pech gehabt, dann kriegt sie von mir keine Tipps mehr. Nein, nein, es wird schon so sein. Aber ich finde es richtig schön. Also merkt euch, Champagnerfarben, die Wasserlinie, kurzer gebundener Pinsel, so ein, also der hier ist von, ich glaube, der ist von, da müsste ich direkt lügen. Ach, das kann Amity. Also den habe ich mal irgendwo. Also es muss so ein kurzer gebundener Pinsel sein, damit ihr das dann machen könnt. Oder eben halt solche Dentalbürstchen, die man auch für die Augenbrauen nutzen kann. Das ist ganz schön. Kohlkajal oder Glimmersticks, weil wir machen ja den Kajal nicht in die innere Linie, sondern außen. Betonen das. Ich finde, das sieht sehr viel feiner aus. Sehr viel eleganter und öffnet natürlich unwahrscheinlich die Augen. Also, ich hoffe, es hat euch richtig was gebracht. Ich schreibe die Produkte dann nochmal unten rein. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder, wenn es dann da wieder heißt, Farbenfroh 60 Plus war wieder mit dem Fernglas unterwegs und hat wieder tolle Tipps für euch. Dann würde ich das natürlich sofort weitergeben. Ja. Schminkt euch große Augen, ist gar nicht schwer. Dicht genug war ich dran. Denkt an die Komplementärfarbe, die kann eine ganz andere sein. Das hat mit Grün, Braun und weiß ich was zu tun. Oder aber eben ganz einfach für jede Augenfarbe ein Move drunter. Und da werde ich mit Sicherheit auch nochmal ausprobieren, dass ich dann Grün oben drüber gebe oder Blau oben drüber gebe. Ob da wirklich was dran ist, wenn man den Move-Ton drunter gibt, um dann das Auge mehr strahlen zu lassen. Mehr strahlen geht nicht, größer geht, finde ich auch nicht, aber schöner geht immer, ne? In diesem Sinne, abonniert bitte meinen Kanal. Wer da jetzt mal so reingeschaut hat, freut euch auf eins der nächsten Videos mit mir. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Sagt mir, ob es euch was gebracht hat. Und ob es euch gefallen hat und schreibt mir einfach, was ihr auf dem Herzen habt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche oder in die Woche. Ich weiß noch nicht, wann dieses Video kommt. Jedenfalls einen guten Start auch in den nächsten Tag mit großen offenen Augen. Tschüss, eure Farbenfroh 60+.